Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Base. Ich habe wieder Hinweise von euch bekommen. Und zwar hat mir jemand... Wow, da war schon wieder ein Asteroid eingeschlagen. Und zwar hat mir... Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, wer das war. Felix Pass hat mir geschrieben, bau eine Kommandozentrale, dann kannst du verhindern, dass Kolonisten bei Sandstürmen verletzt werden. Und der Melonen sagt, weil du keinen Ingenieur hast, wahrscheinlich in Bezug auf die Fabrik... Schätze ich jetzt mal, weil da nichts passiert. Ich brauche anscheinend einen Ingenieur, so wie es aussieht. Dann schauen wir doch mal. Ich kann doch Landeerlaubnisse verteilen. Landeerlaubnis, genau. Kolonisten. So, warum sind die deaktiviert gewesen? Ingenieure. So, wir machen mal hier, komm. Wir machen mal die Wahrscheinlichkeiten richtig hoch für die Ingenieure. 100% Ingenieure möchte ich haben. Dann müsste ja wenigstens einer mal dabei sein, ja? Und der Dimi4Domi8 hat geschrieben, du musst die Fabrik oben links wieder aktivieren. Struktur aktivieren, ah. Ach so! Hä, wieso musste ich die jetzt... Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, vielleicht könnt ihr mir das nochmal sagen oder mitteilen. Warum musste ich jetzt... von allen Gebäuden dieses aktivieren? Oder habe ich das aus Versehen deaktiviert und habe das gar nicht mitbekommen? Wahrscheinlich habe ich hier beim Einrichten aus Versehen den Knopf gedrückt, ne? Struktur deaktivieren. Ah, Energie und Verwendung ausschalten. Dann hat, das heißt, wenn ich Energieprobleme kriege, kann ich selber entscheiden, was ich ausschalte und was ich anlasse und kann quasi nur die wichtigen Sachen anlassen. Ich habe es verstanden, alles klar. Wunderbar, ich habe es komplett verstanden. Geil. Ja, das ist ja super. Moment, nee, warte mal, dann kann ich ja die Landeerlaubnis-Prioritäten wieder umstellen eigentlich. Wie war das jetzt hier? Also erstmal, genau, Kolonisten hatte ich ja genug, deshalb habe ich das ausgeschaltet. Aber wir machen das mal so. 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 Moment, wie war denn das jetzt? Jetzt muss ich hier Kolonisten-Bingo spielen, wartet mal. Irgendwie so, ne? Irgendwie so wird das schon gewesen sein. Ah nein! Ich wollte doch das deaktivieren, dass erstmal keine neuen kommen. So. Die sind ja hier fleißig am Machen, ne? Die sind ja dabei schon. So. Jawohl, guckt mal, wie die arbeiten. Wie die fleißigen Bienchen. Wir brauchen nämlich unbedingt Ersatzteile. Halbleiter. So, wartet mal, jetzt kann ich doch auch eine Roboterfabrik bauen, ne? War das nicht so? Moment. Was ist das hier? Robotikeinrichtung, genau. Aber, genau, mir wurde ja gesagt... vom Felix Pass, dass ich eine Plus, Entschuldigung, Felix Plus, dass ich ein Kontrollzentrum bauen soll. Überwachungs- und Kommunikationsstrukturen. Hm. Warum eigentlich nicht? Aber ich muss erst mal gucken, ist mein Energieniveau eigentlich noch gut genug? Weiß es gerade nicht. Das macht mir ehrlich gesagt die meisten Sorgen gerade. Vielleicht sollte ich lieber erstmal nochmal ein Solarmodul und einen größeren Energiespeicher bauen. Ich glaube, das ist von der Priorität her wichtiger. Oh, da hat jemand Hunger. Guckt mal. Habe ich nicht genug Essen oder was? Essensfertiger. Also Rohstoffe müsste ich genug haben eigentlich. Ich baue mal noch einen zweiten Essensfertiger hier rein. Nicht, dass die mir hier verhungern. Wartet mal. Hier oben. Essence fertiger. Ist das jetzt eigentlich voll, wenn jetzt hier diese vier Strukturen drin sind? Wartet mal. Ja, sieht ganz so aus. Offensichtlich ist es voll. Pflanze? Kann ich noch... Ah, eine Pflanze könnte ich noch reinsetzen. Machen wir das doch. Ja. Haben wir das auch erledigt hier. Essensfertiger wurde gebaut.
So, hier wird schon wieder Energie abgesaugt. Ich merke das doch schon. Muss ich mir gerade mal einen Überblick verschaffen, wie viel hier rausgeht an Energie und wie viel drin bleibt. Und diese Leiste hier, die soll mir angeblich sagen, genau, welche Tageszeit herrscht. Ha. Tage, 11, Stunde 20. Also ist es jetzt 20 Uhr oder was? Wahrscheinlich. Kann ja nur so sein. Oh, guck mal, wir brauchen auch mehr Betten. Die sind ja hier alle voll. Also ihr seht schon, man muss hier echt die ganzen Sachen richtig im Auge behalten. Das ist total wichtig. Ressource ist erschöpft, Ersatzteile, oh oh. Ich sollte vielleicht noch eine zweite Ersatzteilwerkstatt bauen. Moment. Nee, Waffen nicht. Waffen sind erstmal unwichtig, glaube ich. Ersatzteile sind wichtig. Mit Sicherheit ist das wichtig. So. Sieht doch gut aus. Wie spät? 22 Uhr. Ja, ja. Hä, guckt mal, das ist cool. Es ist tatsächlich irgendwie so leicht dynamisch, auch die Schatten hier. Guckt mal, wenn das Ding hier hochgeht, dann bewegt sich auch der Schatten. Nicht schlecht. Also grafisch ist das schon ganz nett gemacht, muss man mal sagen. So. Die sind hier fleißig am Bauen, aber die machen Halbleiter. Das sollen sie ja eigentlich gar nicht. Moment, man kann auch irgendwie die Prioritäten verteilen, was die halt produzieren sollen. Aber das habe ich irgendwie noch nicht so richtig umrissen, muss ich sagen. Wie mache ich das denn? Mit den Prioritäten, was produziert werden soll. Muss ich das hier irgendwie machen? Herstellungsgrenzen. Halbleiter, Bots, Arzneimittel. Ist es das oder ist es was anderes? Wartet mal. Landeerlaubnis, Netz, Energie, deaktivieren, was? Alle nicht lebensnotwendigen Strukturen deaktivieren, okay. Das wäre sozusagen der Notausschalter quasi. Genug Sauerstoff für ca. 20 Personen. Sieht gut aus. Ja. Ich habe schon so drüber nachgedacht. Im Prinzip könnte ich eigentlich auch voll das Utopia bauen. Ich könnte zum Beispiel eigentlich jetzt eine Roboterfabrik machen. Und dann meine ganzen Ressourcen in Roboter stecken, die dann alle für mich arbeiten. Ich meine, ich weiß gar nicht, können die auch in Fabriken arbeiten, die Roboter? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Handelsschiff ist gelandet. Guck mal, was kann der denn handeln? Was ist das hier? Heilpflanzen, Arzneimittel und Münzen. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Haben wir genug, glaube ich. Ja, guck mal, wir haben noch genug Medikamente hier. Hoffe ich. Wartet mal. Vielleicht sollte ich mal einen zweiten Biodom machen. So, zwecks Versorgungssicherstellung und so. Weiß es gar nicht. Aber wahrscheinlich, ich glaube, irgendwann ist es viel wichtiger, dass man so eine Struktur hier vergrößert. Die Kantine, dass die Kantine größer wird. Aber momentan scheint es denen allen ganz gut zu gehen, oder? Muss man gerade schauen. Ja, guckt mal. Also ihm hier geht's gut. Parker Sandberg. Sandberg, auf dem Wüstenplaneten ist das der perfekte Name, Sandberg. Guck mal, dem geht's auch gut. Dem geht's eigentlich auch relativ gut. Ist doch schön. Habe ich doch gut gemacht, eigentlich so. Wenn man jetzt mal überlegt, dass ich eigentlich am Anfang echte Schwierigkeiten hatte, so. So zwecks Energie und so. Energiespeicher niedrig, was? Wo ich gerade davon rede.
Ja, das passt aber. Okay, also ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendetwas Neues baue, werde ich jetzt nochmal mich um die Energieversorgung kümmern, dass wir da wirklich einen richtigen Puffer haben. Also, ich baue zu diesem Zweck einen Solarkollektor, und zwar einen größeren Solarkollektor. Den baue ich aber mal ein bisschen dezentral, dass wir das ein bisschen aufsplitten hier ein bisschen. Vielleicht nicht unbedingt dahin. Moment. Mache ich denn das? Hierhin mache ich das mal. So. So. Genau. Hochbett wurde gebaut, alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hierhin auch noch einen Energiekollektor. Also einen Speicher, eine Speicherbank. Und zwar eine große. Dann haben wir auch ein bisschen mehr, dann haben wir einfach mehr Puffer, ja. Dann ist der Puffer größer. Und dann kann ich jetzt, wenn ich jetzt hier größere Sachen baue, die vielleicht viel Energie verschlingen, dann ist das nicht so ein hohes Risiko. Dann bricht dann nicht so schnell der Energievorrat ein, quasi. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Baumaterial habe ich eigentlich auf Tasche? Hier wird gut produziert. Der ist auch gleich fertig. Hier wird nichts produziert, warum nicht? Ah, der Bot kommt schon, der holt schon das Rohmaterial hier. Guckt mal. Da. Das schafft er jetzt zur Fabrik. Ne? Schaffst du jetzt hier hin. Jawohl, wir haben wieder Eisen. Wie viele Rohstoffe werden hier gebraucht eigentlich? 4 Stück? Ach du Scheiße. Okay, wartet mal. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir machen mal hier Zeitbeschleunigung an. Dass das hier halt mal ein bisschen schneller geht. Würde ich sagen. Oh, guckt mal hier. Die Energiespeicher füllen sich nicht auf. Oder? Doch, hier drüben, alles klar. Ja, genau, baut die Verbindung zuerst. Die Struktur ist überhaupt nicht wichtig. Baut nicht die Struktur, um die es geht. Genau, baut zuerst die Verbindung. Oh, Leute. Echt. Das müsste man denen irgendwie mitteilen können, dass die zuerst ein Gebäude bauen sollen und dann das andere. Also, dass Sachen jetzt weniger Priorität haben, die zu bauen. Das wäre eigentlich was für meinen schlauen Zettel für die Entwickler. Oh, guckt mal, die Ressourcen wären weniger, oder? Kommt mir das nur so vor. Also zumindest die... Ne, die wären alle weniger. Oh, 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 oh. Also zumindest das Gemüse wird weniger, guckt mal. Ich glaube, ich brauche wirklich als nächstes einen neuen Biodom. Shit. Sehe ich denn irgendwie, wie viel Nahrungsmittel produziert werden? Also auf jeden Fall leert sich das Lager gerade aus. Die fressen ja wie nix, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was die verbrauchen. Alter Schwede. Guckt euch das an. Die Fresssäcke. Nicht zu fassen, ey. Nicht zu fassen. Ressourcen erschöpft, Ersatzteile. Oh oh. Ich könnte wetten, wenn die Ersatzteile komplett aufgebraucht sind, dass dann auch die Bots nicht mehr funktionieren, weil die ja auch mit Ersatzteilen wahrscheinlich gewartet werden müssen. So, hier tut sich wieder mal nichts. Kommt schon, produziert. Jawohl. Wir brauchen Eisen. Ressource erschöpft, Ersatzteile schon wieder. Ja, weil wir keinen... Handelsschiff, wartet mal, kriege ich hier Ersatzteile von dir? Ja, ich kriege Ersatzteile von dir, nicht schlecht, okay. Was ist denn, wenn ich dir Halbleiter gebe? Und vielleicht ein Steak? Vielleicht noch ein Steak? Und noch ein Steak? Und Gemüse? Hm, ist das ein guter Deal? Ich denke mal schon, komm. Handeln wir mal, dann kriegen wir mal ein paar Ersatzteile wieder.
Und da wird noch mehr Essen aus der Station rausgetragen. wir werden arm. Wir werden alle verhungern hier. Oh Gott, wir werden wirklich verhungern, ey. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das Risiko besteht wirklich, dass hier alle Leute verhungern. Naja, dafür haben wir dann jetzt Ersatzteile. Wir werden zwar verhungern, aber wir können trotzdem noch alles reparieren, was kaputt geht. Ist doch schön. Oh Mann, oh Mann. Ja, Baumaterial. Alter Schwede, es fehlt immer noch ein so ein Ding hier. Aber da wird produziert. Alles klar. Kann das sein, dass die an diesen Maschinen länger arbeiten, wenn die glücklicher sind? Weil wo die nämlich alle down waren, ja, da ist mir das schon aufgefallen. Da haben die alle nur so hier bis zur 50% oder so nur gearbeitet. Und jetzt bleiben die da dran stehen, bis das wirklich fertig ist. Das ist natürlich lobenswert, muss ich sagen. Dadurch wird das Ganze hier auch, einen Tick schneller. Da kommt es nicht so schnell zu Engpässen. Das heißt, man darf es eigentlich gar nicht erst so weit kommen lassen, dass die sauer sind, weil irgendwann wird das dann vielleicht auch so eine Spirale, so ein Kreislauf, dass die dann unzufrieden sind, weniger arbeiten und dadurch kommen dann wieder andere Engpässe zustande. Und man kann bestimmte Fehler nicht so schnell korrigieren, weil man zum Beispiel dann die Ressourcen gar nicht so schnell bekommt. Ich glaube, da muss man echt aufpassen. So. Jetzt brauchen wir noch dreimal Baumaterial, dann ist der Energiespeicher fertig. Dann würde ich sagen, oh shit, guck mal, wir haben kein Gemüse mehr. Ich muss unbedingt ein größeres Biodom machen. Unbedingt. Ganz dringend. Gut, dass mir das noch aufgefallen war. Wie groß kann das denn werden? So groß. Ist ein bisschen sehr groß, oder? So? Weiß es nicht. Mein an und für sich. Hier geht ja gar nichts mehr hin, ne? Hier ist komplett... Genau, hier geht nichts mehr. Und schon wieder keine Ersatzteile mehr. Oh Mann, scheiße. Was handelst du? Oh, was ist das denn hier? Mahlzeit. Kann ich denn das gegen das tauschen? Ja, komm, wir tauschen mal eine Arznei gegen drei Mahlzeiten. Würde ich jetzt mal sagen. Oder wartet mal. Vielleicht ist es besser, lieber Gemüse zu nehmen. Moment mal, das Gemüse kostet 21. Wie viel haben jetzt die Mahlzeiten gekostet, die drei? Die haben auch 21 gekostet. Dann nehme ich doch lieber gleich die Mahlzeiten, oder? Das ist doch viel besser, komm. Arznei haben wir genug. Dann kriegt der Händler einmal Arznei und wir kriegen drei Mahlzeiten. Dann wären auch unsere Geräte ein bisschen geschont da. Dann nutzen die sich nicht so schnell ab, wenn wir selber, also wenn wir importierte Mahlzeiten essen. Wahrscheinlich holen wir uns dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Cholera oder so in die Basis, weil wir jetzt importierte Mahlzeiten essen. Wahrscheinlich wird es so sein, darauf wird es hinauslaufen. Energiespeicher niedrig. Ja, geht aber, passt aber noch. Passt noch. Immer noch hier zwei so Dinger. Energiespeicher kritisch. Ah jawohl, da sind sie, die zwei Baumaterialien. Wunderbar. Und ich würde sagen, an der Stelle ist die Folge auch zu Ende. Bis zur nächsten Folge Planet Base. Bis dann, ciao, ciao.